Moin und herzlich willkommen zu Watch & Work. Watch & Work sind die Service-Videos von ContiTech für Kfz-Monteure. Mein Name ist Stefan Meyer und ich zeige euch in jeder Folge einen anderen Fahrzeugmotor. Und um welchen es heute geht, das zeige ich euch jetzt. Heute habe ich euch einen Motor aus einem Ford Focus 3 von 2013 mitgebracht. Wir haben den 1 Liter EcoBoost Motor mit 92 kW und der Motorkennung M1DA. Für diesen Motor benötigt ihr unser Kit CT1189K1 und folgendes Werkzeug. Wir haben hier ein Wechselintervall 240.000 Kilometer alle 10 Jahre. Die Besonderheit ist hier, wir haben hier einen Zahnriemen, der im Ölbad läuft, ein sogenannter Belt-in-Oil. Ganz wichtig ist hier, ihr dürft hier nur freigegebenes Öl von Ford verwenden. Wir haben hier ein spezielles Long-Life-Öl, das 5W20, das ist rein auf den Zahnriemen abgestimmt. Ganz wichtig da der Wechselintervall. Die nächste Besonderheit ist hier der hohe Zeitaufwand. Wir haben hier eine Zeitvorgabe von 6,8 Stunden. Warum ist das so? Ihr müsst bei diesem Motor fast alles freilegen, damit der Motor nachher so aussieht wie hier. Was müsst ihr unter anderem ausbauen? Der Unterfahrschutz muss raus, der Klimakompressor muss raus, der Generator muss raus, der Ansaugschlauch vom Turbolader muss raus, wir müssen den Abgaskrümmer ausbauen, das Abgasrohr, den Cut, Ansaugkrümmer muss raus, also da muss eine ganze Menge raus. Ja, und deswegen haben wir halt ja diesen hohen Zeitaufwand von ca. 6,8 Stunden. Und um das alles abzubauen, benötigt ihr einiges an Spezialwerkzeug. Für die OT-Einstellung erste Zylinder haben wir jetzt erstmal zwei Positionen, die wir einstellen müssen. Wir haben zum einen auf der Kurbelwellenriemenscheibe eine Markierung, die müssen wir hier ungefähr in dieser Position 13 Uhr einstellen. Und wir haben hier an der Seite eine Schraube, die müssen wir ausdrehen und schrauben unser Spezialwerkzeug ein und drehen da die Kurbelwelle dann gegen. Als nächstes müsst ihr beide Nockenwellenversteller ausbauen und die Arretierwerkzeuge dafür einbauen. Achtet bitte darauf, wir haben eine Kennzeichnung drauf für Einlass- und Auslassseite. OT erste Zylinder ist jetzt eingestellt. Als nächstes baut ihr den Starter aus, baut dieses Blockierwerkzeug ein, blockiert das Schwungrad damit und könnt dann mit dem Drehmomentvervielfältiger hier die Schraube der Kurbelwelle lösen. Jetzt entfernt ihr die beiden Arretierwerkzeuge und baut den Halter für den Drehmomentvervielfältiger ein. Wir haben für den Halter hier drei Punkte. Das heißt, wir haben hier vorne noch eine Antriebswelle. Die müsst ihr natürlich auch noch wegbauen, damit ihr dann hier den Gegenhalter anschrauben könnt. Nun baut ihr unten den Dichtungsring aus. Der muss nachher ersetzt werden, aber das kommt später beim Einbau dann wieder. Als nächstes schraubt ihr den Ventildeckel und den Stirndeckel aus. Beim Stirndeckel haben wir insgesamt 20 Schrauben, die wir ausbauen müssen. Davon sind 4 Schrauben in M10 und die anderen 16 Schrauben sind M6 Schrauben. Bei den M10 Schrauben achtet bitte speziell auf diese eine Schraube hier, die sieht man spärlich. Ja, die ist so ein bisschen tiefer versetzt eingebaut. Ich hatte das bei mir schon, dass ich es vergessen habe und habe mich gewundert, warum ich den Deckel nicht runtergekriegt habe. Nun müsst ihr die beiden Arretierwerkzeuge auf die Nockenwellen aufsetzen. Achtet dabei bitte auf die abgeflachte Seite. Das heißt, wir haben hier dreimal so eine flache Seite. Würdet ihr das falsch rum einbauen oder die Nockenwelle wäre verdreht, dann wäre oben eine Rundung zu sehen. Ihr seht schon, der Riementrieb hat nicht viel. Wir haben hier nur eine Spannrolle und den Riemen. Das heißt, ihr könnt jetzt ans Bauteile tauschen gehen, entspannt den Zahnriemen über die Spannrolle und nehmt den Riemen ab, baut die neue Spannrolle ein. Ich empfehle euch noch, den Zahnriemen für die Ölpumpe gleich mit zu ersetzen. Das ist auch ein Zahnriemen, der im Ölbad läuft. Wir haben da keinen festen Wechselintervall für. Aber vom Zeitaufwand, alles, was ihr jetzt schon gemacht habt, würde damit zutreffen.
Deswegen würde ich jetzt noch ein bisschen mehr Arbeit investieren. Ölwanne raus, Riemen mit raus, spart ihr euch später eine Menge Zeit. Beim Einbau der Spannrolle müsst ihr jetzt wieder auf eine spezielle Einbaulage achten. Wir haben hier einen kleinen Nocken, der muss hier in diese Bohrung eingesetzt werden. Und dann könnt ihr den Zahnriemen beginnend an der Kurbelwelle gegen den Uhrzeigersinn auflegen und den Splint an der Spannrolle ziehen, um den Riemen zu spannen. Den Zahnriemen habt ihr jetzt gespannt. Einstellen können wir daran nichts. Das ist eine automatische Spannrolle. Also da brauchen wir jetzt auch nicht mehr den Motor noch 5-mal durchdrehen und das Ganze kontrollieren. Wenn die Steuerzeiten eingestellt sind, Spannrolle, den Splint gezogen, dann ist alles eingestellt. Bevor ihr jetzt wieder zusammenbauen könnt, müsst ihr die Dichtflächen vom Stirndeckel und hier die Anlageflächen, Ölwanne und Motor komplett reinigen und dann nachher den Stirndeckel dann mit einem freigegebenen Kleber wieder einsetzen und festschrauben. Die Schrauben vom Stirndeckel müsst ihr jetzt in 4 Stufen festziehen. Erste Stufe, die Schraube 1 bis 2 mit 5 Newtonmeter, die Schrauben 3 bis 6 mit 10 Newtonmeter, die Schrauben 7 bis 16 mit 5 Newtonmeter. Zweite Stufe, die Schrauben 3 bis 6 mit 40 Newtonmeter, dann 3 bis 4 die Schrauben mit 70 Newtonmeter, Schrauben 5 und 6 mit 70 Newtonmeter, Schraube 1 und 2 mit 9 Newtonmeter, Schraube 7 bis 16 mit 15 Newtonmeter. Dritte Stufe, Schraube 3 und 4 90 Grad, Schraube 5 und 6 90 Grad, Schraube 1 und 2 90 Grad, Schraube 7 bis 16 90 Grad, Schraube 17 bis 19 10 Newtonmeter, Schraube 20 10 Newtonmeter. Vierte Stufe, Schraube 17 bis 19 mit 10 Newtonmeter und Schraube 20 mit 10 Newtonmeter. Den neuen Dichtring für Stirndeckel-Kurbelwelle könnt ihr jetzt mit diesem Spezialwerkzeug und der Kurbelwellenschraube einsetzen. Nun verbaut ihr die Kurbelwellenriemenscheibe wieder, verwendet bitte eine neue Schraube, zieht die Schraube mit einem Drehmomentschlüssel mit 25 Newton und später nochmal mit 70 Newtonmeter fest und baut dann den Drehmomentvervielfältiger wieder an. Die neue Schraube müsst ihr jetzt in 6 Stufen festziehen. Die erste Stufe ist 60 Newtonmeter. Und die weiteren 5 Stufen sind jeweils 90 Grad. So, jetzt könnt ihr wieder alle Werkzeuge entfernen und den Motor in umgekehrter Reihenfolge wieder komplettieren. Bevor ihr das Fahrzeug jetzt auf die Straße schickt, verklebt unseren Wechselaufkleber gut sichtbar im Motorraum, damit der Kunde sieht, dass ihr Qualität verbaut habt.